Weiter geht's bei New Super Mario Bros. U in der Zuckerwatten-Wolkenzone 1. Ein Himmel voller Blöcke. Here we go. Let's go. Entschuldigung. Ein Himmel voller Blöcke. Dann komm mal zurück, mein Lieber. Ich bin schon längst da und er sagt irgendwas, komm mal zurück. Das war jetzt. Ich bin eine Nuss, ich bin ein taubes Nüsschen, ja. Da lief auch ein Heiligabend, glaube ich, war das. Bitte? SpongeBob, der Film lief auch ein Heiligabend, sage ich. Was denn? Wieso das denn, ey? Ja, ich glaube auf. Also, es lief auf Nick, aber ich weiß nicht mehr, ob das am ersten Weihnachtsfeiertag war oder. Nicht, aber es war Heiligabend. Alter! Die Blöcke sind da, dann sind sie weg und dann kommen sie wieder und dann sind sie wieder weg. Das haben so Blöcke an sich. Echt? Wenn ich hier in der realen Welt Blöcke sehe, dann passiert das nie. Da musst du mal drauf achten. Ist so. Das ist tatsächlich so. Auch erledigt. Ich kann meine Finne. Es geht ja nicht alle weg. So, durch die zwei Piranha-Pflanzen irgendwie durch. Da wird oben mit... Ja, oben die Röhre. Oben! Oben wie droben. Geht nicht. Oben wie droben. Ach, Güttchen. Ach, ach Gretchen. Die Gretchen hier von Disney's große Pause. Der hat doch die Relativitätstheorie widerlegt oder so, ne? Weiß ich doch nicht. Weiß ja sowas nicht. Echt, sowas Wichtiges. Keiner, wie so immer. Klasse, da ist unser Powerblock weg. Ja, man muss halt auch ohne Powerblocks gehen, dann ist das wenigstens eine Challenge hier. Ja, wir brauchen ja für die Röhre theoretisch auch nur den Dingens hier, den Sprungbrett. Ach jo. Ich mach mich da mal vom Acker. Ach jo, und dann fällt sie auf die Münze. Ich verstehe das. Ja, oder natürlich, du hast jetzt hier so ein Flugkörnchen. Oder du machst das so. Und das ist die zweite, dann ist die erste da. Lol. Zwei beieinander. Krass. Achso. Mein Chili. Aber wir hatten noch keinen Mittelpunkt. Oder sind die Level jetzt verpassen? Es gibt keinen. Wollte ich gerade fragen, als der Mittelpunkt erschien. Da ist Mama Piranha. Hallo, Mama Piranha. Das ist Papa Piranha. Ist da viel zu fett für eine Mama? Ja, und? Ist das gegen Fette? Ja, ich hab das gegen fette Mama. Meinst du in der Röhre da? Ah! Ja, stimmt. Ich denke auch. Hier wird schon so langsam, aber sicher Ende sein, vermutlich. Warte kurz. Noch ein bisschen weiter failen. Ich möchte eine Nuss. Na da noch. So. Da ist mal ein Piranha. Ja, ist hier nicht ganz so fett? Ja. Aber das war hier schon ein krasser Abschnitt. Mit den ganzen Snackies. Und das ist der Level mit der eine verpasste Starcoin. Starquid. Starquid. Dick Starquid. Komm, wir gehen mal ins Pilzhaus lieber mal rein, damit wir mal wieder ein bisschen was ansammeln. Dick Starquid. Let's go.
Was waren wir? Die Feuerblumen, hä? Nö, den Pilz. Okay. Ich aber den linken. Ich schnapp mir den blauen. Das ist halt nur Glückssache. Den würde ich nicht. Nein, den nicht. Nein, der ist böse. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, glaubst du mir nicht, dass ich es von Anfang an gewusst habe? Nein. Ich glaub's mir selber nicht. Ja, dann, ich würde erstmal verschwinden und ja, stille in dieser Blamage. Erstmal abhauen, ey. So. Wippels Rodeo. Ach, Wipppilz, jetzt verstehe ich das. Pilz Rodeo. Ach, das ist so ein Charakter, Wipppilz? Weiß ich doch nicht. Ist das Wipppilz? Nee, das ist... Weiß ich nicht. Der heißt anders. Den hatte ich jetzt vor Papa jetzt mal... Sein Namen hat er mir verraten. Ja. Nein, die wollte ich gar nicht. Vielleicht ist einfach dieser Wipppilz, der hier wippt, der Wipppilz. Ja, der ist VIP, der Pilz. So, Yoshi, komm. Lass uns das mal hier übernehmen. Ach, geht von unten gar nicht. Hätten wir mit dem Yoshi von rechts gemusst. Ja, Yoshi! Yoshi! Ja, da hätten wir reingemusst. Drüber fliegen. Yoshi! Ich rush hier einfach mal ein bisschen durch. Wir spielen das Spiel nicht ernsthaft, glaube ich. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ach, du musst alleine, ne? Ach, scheiße. Ich frag mich schon mal, kommst du denn endlich mal wieder? Ach, das ist kein Wipppilz mehr, oder was? Es kommt eher noch dazu. Lakitu. Aber wenn du die Starcoins haben willst, dann solltest du in ihn springen. Ich wollte aber lieber nicht sterben, weißt du? Extra-Läufe für Neff. It's me, oh Mario. Ja, ich finde, die Gold hat heute nicht funktioniert. Let's go. Ja, ich nehme einfach gar keinen davon mit, ist so auf. Komm hin, Junge. Yoshi! Oh Gott, Yoshi! Yoshi! Hast du gedacht? Fingst du mal hinterher, ne? Ja. Kann ich auch mit Yoshi da rein? Ist ja klasse. Das ist ja lustig. Wird das nur für immer gehen? Ach scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Yoshi! Das ist meine Schuld. So ein bisschen. Liebe Abonnenten, bitte vergebt mir. Dies war ganz klar meine Schuld. Ich bin leer. Dies war nicht meine Schuld. Wo waren die hier? Weiß ich nicht, ich glaube ja. Ich glaub nicht. Lass ihn näher kommen. So, zweites Starcoin haben wir. Und hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Mal ein bisschen länger. Die Pilze mag ich nicht, die immer so auseinandergehen, diesen Scheiß. Ich hab eine unendliche. Nein! Anlauf Nummer 6. Der ist schon wieder ganz doof. Dann noch an so einem Level, ey. Die mag ich auch überhaupt nicht. Also, da oben ist natürlich wieder was drin. Du kannst die als Sprungbrett benutzen. Die machen Yoshi gar nichts, wenn du drauf springst. Du musst nur noch richtig timen. Tschüss, Yoshi. Tschüss. Ich glaube, da kommen wir dann raus. Hauptsache geschafft. Neun Minuten für ein Level? Zwei? Zwei Level, ja. Das geht. Ja. Sex.
extra Anlauf. 6. Ja. Ja. Ja, und man könnte theoretisch sogar weg, aber die Koid möchte ja auch noch... dieses Level machen. Hin und her, Hügel. In der Zuckerwattenwolkenzone 3. Ach ne, Kugelwies. Das ist ja mal... Danke. Minion. Soll ich? Irgendeiner muss. Warte. Lass mich erstmal wegfahren jetzt. Du verweilst da einfach ein bisschen. Guck mal, was ich mal fehlt. Ja. Für dich. Guck mal, hier ist sogar eine Pflanze. Oben ist nix. Seltsamerweise, aber es gibt Applaus. Dankeschön. Wir werden gehasst von diesem Spiel mittlerweile. Oder es wird einfach schwerer. Das ist mein letztes Super Mario Bros. Ja? Hin und her, Hügel! Zweiter Anlauf! Jetzt schaffen wir's! Juhu! So, die Starcon, die geht ja noch. Das ist ja hier noch Chili Milli Dilli. Wo gehe ich denn eigentlich hin dann? Hab ich mich in der Dingens getan, in der Plattform? Ich glaube, wie schnell die ist, wenn wir weiter drauf sind. Ich wollte nicht nehmen, du die. Komm, stell dich da drunter. Hast du das aufgemacht? So, es geht weiter, ich denke. Huch! Bitte? Ja. Bitte? Ja, aber kannst ja das Ding nehmen, das habe ich jetzt. Man gemacht. Muss hoch, glaube ich. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt! Was gibt's denn da unten? Das ist bestimmt was. Ja, siehst du? Wichtig. Existenziell war das. So, jetzt hier Vorsicht. Denk mal, das wird so funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe erstmal. Ah, dafür müsste jetzt hier mal wieder ein Kugelwilli kommen und die sind jetzt gerade. Aber wir können das ja auch theoretisch mit unseren vereinten Kräften schaffen. Wenn es da denn reingeht. Das ist nichts. Nein, ist auch nicht. Gut, dann haben wir schon mal wieder was verpasst. Würde ich sagen. So. Was gibt's denn hier Feines? So, Patrick rennt heute irgendwie in alles rein. Was nicht nied- und nagelfest ist. Ich möchte das jetzt irgendwie noch nicht machen. Mach. Nein! Was geht da? Nein! Ja, die Koid? Wo gehst du hin? Ja, ich befehle dir auf der Stelle aufzuhören. Ja, die Koid? Oh Gott, ich hab sie! Das meine ich nicht. Ich meine ja das wollte ich nicht sehen. Ja, ich hab die Kuit gerettet. Ja, die Kuit. Ja, Freunde, ich glaube, das machen wir dann. Oder sind wir dann? Nee, Halbzeit haben wir uns gerettet, Halbzeit ne? Haben wir geschafft. Ja, wir ziehen das noch durch. Komm, jetzt hier, Trauerspiel. Aber komm, wir haben immer die Kuit gerettet. Ja, und die zweite, den zweiten die Kuit verpasst. Jetzt eine Lüge. Der ist theoretisch ja. Bist schon wieder tot? Kann man so sehen, ja.
so gesehen. Ich wollte da gar nicht hin diesmal. Diesmal hast du mich gezogen. Warte mal. Komm mal zurück. Wie komme ich denn da unten hin? Ah, alles klar. Warum sind da, glaube ich, eh noch Monster? So. Tut mir sorry. Ach, wir sollten weiterspringen, ja, vielleicht. Yay, yeah, Gedenke, die Quid ist für alle Zeit verloren! Bis zum nächsten Mal, G-Struss!